Heute reden wir mal über die Dachrinnen. Bei den Dachrinnen gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Regel ist es so, dass die guten Anbieter feuerverzinkte Dachrinnen schon im Standard mit drin haben. Also das ist ein gutes Qualitätsmerkmal, um zu gucken, ist der Hausanbieter ein guter oder ein schlechter, den ich habe. Es gibt natürlich auch die günstigen Anbieter, die haben die komplett aus Kunststoff. Die halten natürlich nicht so lange. Außer man macht es wieder ganz anders. Man denkt von der Designschiene her und holt sich einen von den extrem hochwertigen Anbietern, wie in diesem Fall. Hier ist es sogar möglich, die Dachrinne transparent zu machen, dass man ein schönes Wasserspiel hat, wenn es dann mal regnet. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.